Wir haben kürzlich zwei Vertreter von Lenovo in Passau getroffen, die im Zuge ihrer Kennenlerntour 5000 Kilometer durch ganz Deutschland gefahren sind. Daher haben wir gerne im überraschend geräumigen VW-Bus Platz genommen, um uns die aktuellen Geräte-Highlights anzusehen und um ein wenig Airhockey zu spielen. Aber dazu später mehr. Wir durften uns das Lenovo Yoga 3 Pro nicht entgehen lassen. Ein super dünnes 13,3 Zoll Ultrabook mit QHD Touch Display, von dem man sich kaum satt sehen kann. Der Hybrid sieht vor allem aufgrund seines Scharniers interessant aus, das aus mehr als 800 Einzelteilen aus Stahl und Aluminium besteht und an das Band einer Metallarmbanduhr erinnert. Es wirkt daher äußerst edel und ist auch dementsprechend solide verarbeitet. Trotz seiner Tiefe von lediglich 12,8 mm hat es genug Platz für drei USB-Ports, einen Micro-HDMI-Anschluss, einen 3,5 mm Klinkenstecker sowie einen SD-Kartenslot. Hardwaremäßig bekommt man zum Preis von rund 1300 Euro einen Intel Core M-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und eine 256 GB große SSD, womit es dünner, leichter und leistungsfähiger ist als Apples neuestes Flaggschiff. Auch Tastatur und Touchpad funktionieren sehr zuverlässig und Tippen darauf ist durchaus gemütlich. Es kann zwar auch als Tablet verwendet werden, ist dafür aber eigentlich zu groß. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall sehr positiv, aber Näheres wird erst unser Testbericht verraten können. Ebenfalls zu sehen gab es das Lenovo ThinkPad Helix der zweiten Generation und das U430p. Das Helix 2 ist ein Convertible mit einem 11,6 Zoll Full HD Display. Sein Vorgänger begeisterte mit großartiger Leistung, enttäuschte dafür mit einem bestenfalls funktionalen Design. Das Tastaturdock wurde nun neu gestaltet und im Tablet kommt ein lüfterloser Intel Core M-Prozessor zum Einsatz, womit man Gewicht und Tiefe reduzieren konnte. Das Anschließen des Tablets zum Dock sieht nun wenigstens nicht mehr nach Raketenforschung aus. Dennoch wirkt es immer noch recht funktional. Schön geht anders, aber ist vermutlich auch nicht die Intention des Herstellers. Ansonsten gibt es beim Polycarbonat-Gehäuse des Lenovo ThinkPad Helix 2 nichts auszusetzen, denn die Verarbeitung ist sehr solide. Das Display ist zwar gut, kann sich aber nicht mit dem Surface 3 oder Pro 3 messen. Diese sind vor allem in Sachen Farbreproduktion deutlich besser. Das U430p ist der Nachfolger jenes Geräts, welches das 13 Zoll Ultrabook erfolgreich vom 1000-Euro-Segment in den Bereich von rund 500 Euro brachte. Die Displaygröße wurde bei gleichbleibender Auflösung auf 14 Zoll aufgestockt, zudem gibt es mit 8 GB den doppelten Arbeitsspeicher, eine SSD sowie mit der Nvidia GTX 720M eine dedizierte Grafikkarte zum neueren Core i5-Prozessor. Insgesamt bei gleichbleibendem Preis ein faires Upgrade, solange man nichts gegen das etwas schwächere Display hat, das eine schlechtere Blickwinkelstabilität und Farbdarstellung aufweist. Und nun kommen wir schon zum Horizon 2e. Wir hatten ehrlich gesagt nicht erwartet, dass uns Lenovo in einem geparkten Auto einen 21,5 Zoll großen All-in-One-Desktop-PC präsentiert. Das funktionierte aufgrund des verbauten Akkus, sodass es auf irgendeine Weise auch sozusagen mobil einsetzbar ist. Natürlich solange rund 5 Kilo keine Hürde sind. Gedacht ist es natürlich für zu Hause, wo es als ganz normaler PC, aber auch als Unterhaltungsgerät verwendet werden soll. Klappt man den Kickstand nach unten und legt das Gerät hin, wird eine App namens Aura gestartet, die ein dafür ausgelegtes User Interface bietet. Damit können mehrere Nutzer gleichzeitig interagieren und so Fotos und Videos ansehen, auf dem Tisch verschieben und nach Belieben vergrößern. Zudem lassen sich darauf auch Spiele spielen, wo wir zur anfangs erwähnten Airhockey-Partie kommen. Für das Horizon 2e gibt es nämlich unterschiedliche Joysticks, die man einfach auf dem Display ablegen kann. Aktuell lassen sich damit lediglich die mitgelieferten Games spielen, wozu auch Airhockey zählt. Das Spielen darauf funktioniert nicht zu 100% zuverlässig, aber es macht durchaus Spaß, was wohl das Wichtigste daran ist. Das Gerät hat viel Potenzial und mit den richtigen Apps und Games kann man dieses auch ausschöpfen. Allerdings bräuchten Entwickler dazu erstmal die APIs. Insgesamt war es doch ein sehr cooler Nachmittag im Tourbus von Lenovo, bei dem wir die Möglichkeit hatten, das Unternehmen von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Beim nächsten Mal sind wir auf jeden Fall wieder dabei.